Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und ich muss ganz kurz das hier machen. Entmüht mich im Discord, denn wir haben heute ein bisschen was vor. So. Aufnahme ist an, Server ist an, du kannst drauf. Jo, bin dabei. Oh ne, wir essen schon Kaffee saufen. Muss ich ja erwähnen, sonst regen sie sich wieder auf, dass ich schmatze. Wer hat sich da aufgeregt? Na, bei den Minecraft-Server-Vorstellungsvideos. Da habe ich auch immer nebenbei getrunken, wenn ich die vorgestellt habe. Und da haben sie sich aufgeregt, warum ich schmatze. So. Ja, genau das. Was fudern? Okay, ich könnte jetzt nur Gesundheit 170, 200, ne anders, 170, was tut denn der Eintopf aus, ist ja egal. Stopp, ich muss mir mal das Lochsfleisch angucken, ne? Wie viel das gibt. Das kann man nämlich auch braten, ne? Also ich könnte jetzt schon mal locker 90 plus 80, 170, 230, 260 plus die 25, 285 Leben erreichen. Mit dem Schlangeneintopf alleine schon, weil der 80 oder 90 gibt. Schlangeneintopf? Na, von der Seeschlange kriegst du auch Fleisch. Oh, gut. Daraus kannst du Eintopf machen. Soll ich mal gucken, was so eine Lochskeule bringt. Also ich hab's zwar aber angeschaltet mit Passwort. Ja eben, und ich gebe die ganze Zeit das Passwort ein, aber irgendwie will er nicht. W-A-L-H-A-L-L-A. Ja, mein Haller halt, ja. Gebe ich ein. Warte, ich log noch mal kurz aus. Falsches Passwort. Okay. Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Spiel starten. Ike. Midgard war privat. Kreativ war für die anderen Videos Valhalla. Server starten. Starten. So. Versuch's jetzt nochmal. Ist noch nicht da bei mir. Jetzt müsste aber da, glaube ich, da sein. Okay. Oh, Lochsfleisch-Pastete kann ich machen. Lochsfleisch gibt Gesundheit 70! Und was gibt die Pastete? Du schreibst das wie groß, oder? Ist allgemein immer groß geschrieben. Aber versuch's mal klein zu schreiben. Ich habe jetzt ohne Shift gemacht. Okay. Lochsfleisch-Pastete, ja. Pastete gibt 80. Das Fleisch alleine gibt 70. Da, wenn ich jetzt die Pastete hätte, 80. Plus 80 sind 160, plus der Blutpudding sind 270. Auf 295 Leben würde man kommen. Ja, ne, Draco? Soll ich irgendwas dazu sagen? Das ist eine Menge Leben. Tut mir echt leid, du musst es mir mal diktieren. W-A-L-H-A-L-L-A.
oder? Ey, komm jetzt, lade, dass ich es eintippen kann. W A L L H A A L L A. Genau. Falsches Passwort. Oh, warte, ich will das. Nein, warte mal, ich mach's jetzt nochmal ohne W groß. Kann doch irgendwie da nicht wahr sein. Dabei haben wir nur anderthalb Wochen nicht mal zusammen gespielt. Sonst nehme ich ein anderes Passwort, dann nehme ich irgendeine Zahlenkombination. Falsches Passwort. Hä? Ja, warte kurz, ich will das Fleisch-Zini einsammeln. Ja. Ja, egal. Das kann auch nur mir passieren. Ausloggen. Ausloggen, ja. Du. Spiel starten. Ike Valhalla. Server starten. So, ich mache jetzt einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, und starte wieder. Wenn ich so aus dem Fenster gucke. Gegenüber, wo welche ausgezogen sind, sind jetzt innerhalb von 2 Wochen neu eingezogen, wo ich mir so dachte, vielleicht ja eine junge, alleinstehende Mutti, weißt du, mit der man so... Ja, anscheinend hat den Kerl. Und in der anderen freien Wohnung, wenn ich da reingucke, so ins Fenster, da stehen bis unter die Decke die Kartons vorm Fenster. So, also du kannst es erst da. Ja, ich... Gott beim Join, hoffe ich jedenfalls. Ja, da bist du. Ja, kann es sein, dass ich dann einen Schreibfehler drin hatte? Keine Ahnung, muss Daco, ja Daco, sein. Daco! Was brauchte ich jetzt noch für die Pastete? Stell ich für dich auch gleich welche mit her. Molkenberries und Gerstenmehl. Molkenberries haben wir mehr als genug. Gerstenmehl haben wir auch erst einmal. Ich muss gerade überlegen. Also du hast ein neues Schild und einen neuen Umhang. Ja. Es gibt 2 neue Umhänge. Ich habe den Reiseumhang. Und die Rüstung ist gleich geblieben, Wolf. Das, nee, das ist auch die neue Rüstung. Welche neue Rüstung? Ist das die leichte Rüstung? Das ist gepolsterte Rüstung, ist das. Was mache ich die denn? Mit Eisenketten, die machst du auf jeden Fall hier an dem Tisch. Lass mich raten, haben wir wahrscheinlich eh alles nicht, aber... Aber das können wir dann in der Ebene farmen, wo ich die Base gebaut habe und die Loks getamed habe. Da habe ich auch Öfen und alles aufgebaut. Das ist also nicht das Problem. Wo hast du Ketten? Eigentlich rechts hinten bei dem... Da, schau mal daneben rein, in die Kiste. Ne, hier rechts ganz oben. Da, wo Obsidian drin ist. Ah, okay. Wollen wir mal schauen. Und wenn du Garn brauchst, das ist alles hier draußen dann. Da sind 70 Stück. Ja, ich brauche Leimswirren. Ja, das ist draußen bei dem und Gerät. Keine Ketten. Das ist draußen bei dem Gerät. Jupp, ich komme schon. Ah, die Pastete sieht lecker aus, oder? Die ich dir zugeworfen habe.
Ich hab noch nicht geschaut, ehrlich gesagt. Die hat was. Die ist echt deutlich stärker. Ja. Oh, es mangelt an Eisen. Ja, na, ich habe jetzt Fleisch drauf. Wenn du normal ins Ebenenportal gehst, wir hatten auch dort auch einen Sumpf, da kannst du auch Eisen farmen. Und in dort kannst du auch direkt alles schon schmelzen, ne? Weil ich habe dort wirklich eine kleine Base aufgebaut. Ich hatte halt Langeweile. Der braucht immer zweimal Fleisch, okay. Ja, sehen beide echt lecker aus. Und geben auch gute Buffs, also. Welche Kategorie ist das eigentlich? Das eine ist wahrscheinlich Pastete, ist Nachtisch. Ja, da ist halt, bei der Pastete ist alles drin, Fleisch, Mehl und Beeren. Und bei der Schlange ist, warte, vorher Fleisch einsammeln. Beim Schlangeneintopf ist Fleisch, Honig und Pilz drin. Also kann man eigentlich nicht sagen. Es ist ja eigentlich egal. Weil ich werde mir die Dinger sowieso nur für den Kampf aufheben. Mit immer Blutpudding dazu und schon kommst du auf über 250 Leben. Blutpudding müsste man hier auch noch irgendwo ein bisschen was haben. Hoffe ich. Ebene, da muss ich rein. Nicht erschrecken, wo du da rauskommst. Ist das umgesetzt? Ja. Wie gesagt, ich habe da eine richtige kleine Base gebaut. Okay, Blutpudding müssen wir definitiv wieder herstellen. Da vor der Tür ist dann. Der müsste getamed sein. Du musst mal hingehen, gucken, ob du streicheln kannst. Ah ja, gut. Das ist Gerhard. Haben wir hier überhaupt noch? Dort dürften wir nichts mehr haben. Ich habe dort nur gebaut. Und halt nur das passende Zeug gefarmt. Nein, ich meine wegen Eisen. Ob im amligen Sumpf überhaupt noch was ist? Na klar. Du findest ja auch, wenn du das Dings hast, die Witsche runter Eisen unter der Erde. Das ist wie ein vergrabener Schatz. Okay. Schwarzmetall, Schwert und Axt hast du schon, oder? Nö. Ich habe immer noch Silberschwert und Eisenblicke. Okay. Schild habe ich, Stufe 1. Weil ich habe schon das da. Was aussieht wie eine riesen Machete. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Schwarzmetall hier haben, sonst müssen wir das in der Ebene fahren. 9 Stück. Gut. Das wird nie und nimmer reichen. Nee, ich glaube, du brauchst alleine 20 für 1. Das meinst du, das sind wir dran. Ich komme gleich mit helfen. Oh, jetzt habe ich Brot hergestellt, ernsthaft. Was wolltest du denn herstellen? Fleischpastete. jetzt brauche ich noch einmal Mehl. Und dann passt das. Knapp Brot. Was gibt ein Brot? 40 Gesundheit, 70 Ausdauer ist eigentlich ein Witz, wenn man es so nimmt. Ist eigentlich ein Witz. Ich überleg grad, wie ich da überhaupt rüberkomme in den Sumpf. Wenn ich schwimme, sind ja die scheiß Blutecke da. Stimmt. Sonst müssen wir Boot bauen.
Das ist ja auch nicht das Problem. Ich denke mal, dafür werden wir die Ressourcen noch haben. Das und das dahin. Was brauchen wir denn alles für ein Boot? Harz, Hirschfell, Edelholz, Bronzenägel. Harzhammer. Farmst du bitte mal Edelholz in der Ebene? 20. Warum? Ich besitze keine Axt. Dann warte kurz. Wir brauchen nämlich noch 19 Stück, 10 Hirschfell, 80 Bronzenägel. 10 Hirschfell. 80 Bronzenägel. Haben wir noch. Scheiße. 33. Und einmal Bronze. Und. Aber wir können Dings herstellen. Warum reißt du nicht einfach eins der Boote ab, die wir haben? Weil wir haben so viele von den Scheißbooten mittlerweile da stehen. Drei Stück haben wir. Das Floß, das kleine und das große. Mehr ja, haben wir das da kleine auch nicht. Halt. Ach warum? Ich bin hier gleich. Ich brauche nur noch das Holz, dann habe ich alles. Ich dachte, du hättest keine Bronzenägel mehr. Ne, ich habe gerade Bronze hergestellt. Wir haben noch Nickel und Kupfer. Okay. Ich brauche nur 80, also kann ich 13 hier lassen. So. Brauchen wir nur noch 19 Holz. Das farm ich dort und dann passt das. So ein normales Holz, damit wir eine Werkbank aufbauen können. Haben wir hier noch? Hier haben wir doch noch Edelholz. Cool. 19 und 10 davon. Weil hier kannst du auch richtig gut Schwarzmetall farmen durch die Kobolde, die immer wieder kommen. Ich habe nämlich schon wieder welche lachen gehört. Oh, ich hatte einen gekillt, aber hat nichts gedroppt. Oh, du bist hungrig. Der ist hungrig. Ja, hier haben die Kobolde halt auch immer angegriffen und die Loks, deswegen habe ich das alles hier unten weggebaut. Da liegt übrigens Schwarzmetall. Boah, dann habe ich nicht mitgenommen. Und hier ist sogar noch eine Werkbank. Das ist aber der ganz normale Bogen, den wir beide haben. Ich habe aber andere, ich habe andere Pfeile. Ich habe Pfeile, die machen 62 Attack Damage, also Stechen. Das sind die Nadelpfeile. Ja. Meine machen nur 32. Was mache ich in der Zeit? Ich könnte ja ein bisschen Schwarzmetall für dich farmen. Skelett hier unter Wasser killen. Ja, unter Wasser, das schaffe ich nicht. Da drüben steht ein Boot. Ne, ein Floß. Von uns noch. Ja, wo wir hier diese wunderschöne. Ach, wir sterben einfach mal zigmal Aktion hatten. Die war ja so wunderschön. Das werde ich nie vergessen. Vor allem, das ist ja ein winziger Sumpf, fällt mir gerade auf. Dann nehme ich lieber den größeren doch.
Ja, mach ruhig, mach ruhig. Guck mal, ich hab dir da was zu fressen hingeworfen. Friss dich satt. Brauchst du eigentlich nur machen, wenn du die paaren willst. Nee, nee, dem fehlt ja Leben. Das ist es halt. Doch, das ist meiner. Dem fehlt halt Leben, das wundert mich. Schade nur, dass die eben nicht verfolgen und für ihn kämpfen. Und im Singleplayer habe ich das auch getestet. Ich glaube, die Katze gar nicht paaren. Weil es von denen keine Jungtiere gibt. Werde ich noch ein paar Kobolde und Dings hier abfarmen. Wenn wir ein paar neue Pfeile für dich machen können. Eins. Und zwei. Die Pfeile sind nämlich echt gut, muss ich sagen. Wir haben hier sogar noch ein Goblin-Dorf bei uns in der Ebene. Das hatte ich mir markiert, das haben wir noch gar nicht ausgerottet. Also noch genügend Schwarzmetall vorrätig, Darko. Für eine Waffe, sagen wir so. Du kriegst aus dem Dorf ja nicht mehr als 20 Stück, glaube ich. Plus das, was die Viecher fallen lassen, wenn du die killst. Müsste sogar für Waffe und Axt reichen dann. Wie ich dich kenne, hast du die sowieso schon alle auf Stufe unendlich. Drei. Höher geht's ja, ja nicht. Klar. Das meine ich mit unendlich. Ich bin halt auf die neuen Updates gespannt, ob man dann höhere Stufen erreichen kann, weil es gibt Sachen, die kannst du auf Stufe 4 machen, wie die Eisenpicke, aber halt die Schwarzmetallaxt und das Schwert geht nur auf Stufe 3. Genauso Schilde gehen alle nur auf Stufe 3. Rüstung geht wieder auf Stufe 4, komischerweise. Das verstehe ich nicht ganz. Warum rennen hier in der Ebene Skelette rum? Weil die Ebene an dem Sumpf grenzt? Nein, hier oben grenzt gar nichts dran. Ich bin mitten auf der Ebene. Hm. Na dann. Windschirrute ist aktiv, was? Wie häufig kommen die so vor? So wie normale Schätze halt. Zwei mit einem Streich. Nice. Da ist das Dörfchen. Gucken, wo sind die Schamanen? Okay, der war One-Hit. Das ist Schamane. One-Hit.
ist noch einer. Shit. Willst du mich mit einer Fackel schlagen, Kackvieh? Alter, ich glaube, ich schatz. Heute der mich mit der Fackel geschlagen. Komm hoch, komm. Oh, der nächste ist down. Warum? Kein One-Shot bei mir. Hier, Metall. Wow. Okay, der Schaman ist auch down. Ich werde beobachtet. Von der Geistergestalt. Nice, nice. Soll dich nicht beobachten, die Sonne mit Teil schenken. Wie soll der dir bitte schön was schenken? Der ist ja hier einfach nur so eine Art Geist. Dann soll er mich da hinlotsen, wo es was gibt. Ich habe schon neuen Metall. Okay, da ist noch ein Schamane drin. Und ein Skelett hinter mir. Da ist noch ein fucking Schaman, aber die sind keine großen Viecher. Das wundert mich gerade. Au. Der ist auch down. Okay, ich kann kein Metall mehr einsammeln. Dann bringe ich das erste Mal zurück, was ich habe. Ja, 293 von 300. Was? Jetzt kommt rot aus, gell? Leck mich doch am Arsch.
Aber die Rüstung schützt nicht vor Kälte oder sowas, Darko. Also wenn wir dann erkunden gehen, müssen wir auf jeden Fall uns jeder eine Wolfsrüstung einpacken oder wir reisen nur in der Wolfsrüstung durch die Gegend. Ja, wenn wir überhaupt durch den Schneebiom gehen. Man kann ja auch einfach drumherum gehen. Ich kenne die Map ja schon. Glaub mir, wir brauchen die Rüstung. Für ein Gebiet. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören? Ich will hier nur was abernten. Oh, fuck off. Gut, ich beende mal ganz kurz die Folge hier. Jo. So, das war's dann mit der Folge. In der nächsten Folge wird natürlich auch nur ein bisschen gefarmt, damit Darko halt auch sein Zeug bekommt. Entweder ich nehme das mit auf oder ich nehme es nicht mit auf. Mal schauen. Ja, wenn euch die Folge bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und wir werden auf jeden Fall in den kommenden Folgen noch die ganzen restlichen Biome, die wir noch nicht kennen und gefunden haben, suchen, erkunden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.